Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe der Blitz News des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich Sonntag, dem 9. Oktober 2016. Und es begrüßt Sie hier im Studio Ihr Michael Westkamp. Erstmal schönen Dank für die tolle Einschaltquote der vorigen Woche. Wir haben in dieser Woche eigentlich nur Einbrüche. Es wurde geknackt und eingebrochen auf Teufel komm raus. Drei Meldungen davon habe ich rausgepickt. Am Mittwoch, dem 5. Oktober 2016, drangen gegen 20 Uhr Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Albert-Schmidt-Allee ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und entwendeten mehrere Uhren. Anwohner, die im Obergeschoss schliefen, wurden auf die Geräusche im Untergeschoss aufmerksam. Als man nach dem Rechten sah, flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr vom Remscheider Fernsehen. An der Trecknase kam es am Donnerstag, dem 6. Oktober 2016 gegen 2.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle. Ein Zeuge sah drei dunkel gekleidete Männer aus dem Gebäude kommen, die in einem silbernen Mercedes stiegen und in Richtung Bergisch Born flüchteten. Die Täter hatten die Geschäftstür aufgebrochen und im Inneren der Spielhalle fünf Spielautomaten geöffnet. Daraus entwendeten sie die Überlaufgeldkassetten mit dem Bargeld. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Am Samstag, dem 8. Oktober 2016, wollten die Täter gegen 13 Uhr noch mehr Kleingeld haben. Sie knackten an einer Tankstelle auf der Neuenkamper Straße, während sie staubsaugten, die Vorhängeschlösser und brachen leise mit einem Bolzenschneider die Kasse auf. Anschließend entsorgten sie die Geldkassetten der Spielhalle auf einer sich dort befindlichen Wiese. Der Tankstellenchef regte sich über die Unachtsamkeit seiner Mitarbeiter so auf, dass er zu seinem Handy griff und via App darauf hinwies. Also ich muss sagen, am helllichten Tag, während alle Tankstellenmitarbeiter da sind, einen Staubsauger aufzubrechen, ist schon ganz schön dreist. Aber der Staubsauger hilft ja dabei. Er macht ja so einen Krach, dass man das kleine Knack nicht mehr raushören kann, nehme ich mal an. Kein Tor! Ach ja, hier ist sie wieder, die Fußball-Ecke. Und ich soll diesmal besser auf meine Worte aufpassen, so schreibt ein Zuschauer. Will ich dann auch tun. Ein bisschen aufpassen, was man da so sagt. Letztes Mal ist ein falsches Wort gefallen. Naja, so, der FC Remscheid musste wieder aus Remscheid rausfahren. Und zwar diesmal zum TUS Grün-Weiß Wuppertal 8902 e.V. Könnten sich auch mal einen kürzeren Namen einfallen lassen. Der FC Remscheid spielte seinen 10. Spieltag am 9. Oktober 2016. Das heißt, diese Meldung ist brühwarm. Heiß. Tja, leider hat er diesmal nicht verloren. 1:5. Ein Tor haben doch die Wuppertaler reingekriegt. Mehr nicht. Das bedeutet, wir stehen auf dem Tabellenplatz immer noch auf Platz 1. Das lohnt sich doch einmal zu hupen, oder? Die Ringstraße ist immer noch Einbahnstraße. Sie können nicht bergauf fahren. Ja, Sie müssen jetzt wieder mal durch die Wupperstraße fahren, gucken, ob der neue Karstadt schon auf hat und dann links rum Richtung Kölner Straße, da können Sie dann die weiteren Geschäfte anschauen. Die Stockterstraße ist nicht mehr gesperrt, sie wurde am Donnerstag wieder geöffnet, zur großen Verwunderung. Die Fahrbahn ist wieder schick gemacht worden, leider ohne Fahrbahnmarkierung bisher, aber das kann sich auch noch ändern.
Und dann haben wir immer noch unten am Hasten die Einbahnstraße ganz kurz. Dürfen Sie nicht durch die Hammelsberger Straße fahren. Das kurze Stück müssen Sie über die Hastener Straße erreichen. Und wer will uns heute blitzen? Wir werden es Ihnen zeigen. Wir warnen vor den neuen Starrenkästen an der Neuenkamper Straße. In beiden Fahrtrichtungen sind sie scharf. Sie besitzen eine Kamera und blitzen auf Teufel komm raus. Pro Stunde zweimal und Vorsicht, beide Fahrtrichtungen sind scharf geschaltet. Auf der Solinger Straße kommt Ihnen regelmäßig ein Geisterfahrer entgegen. Bitte fahren Sie möglichst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr... Hä? Das gibt's doch nicht! Es wurde gefragt... Wann kommt die Homepage denn wieder? Diese Woche! Es wird nicht mehr lange dauern, nur noch 1, 2, 3 Tage. Dann sind Sie in der Lage, die ganzen Meldungen auf www.teledmw.de wieder nachzulesen. Dort stehen nämlich die ganzen Meldungen zum Nachlesen. Es wird kalt draußen. Ich hoffe, Sie haben eine gute Jacke. Ich hoffe, es regnet uns nicht voll. Und manchmal hat man auch den Eindruck, es könnte schneien. Ich übertreibe nicht. Ich habe heute Morgen auf meinem Auto Frost erlebt. Eine Eisschicht. Nicht zu fassen, ne? Eine schöne Woche. Ich freue mich auf kommenden Sonntag. Und nicht vergessen, im Anschluss noch den Spruch der Woche zu gucken. Viel Spaß. Tele-DMW. Hier ist Ihr Spruch der Woche, der von einem doppelt so blöden Kommentar wie immer von der Nordsee verfolgt wird. Wir lassen uns da mal überraschen, was die heute wieder auf Lager hat. Denn wer A sagt, muss auch B sagen können. Der Kommentar. Ich finde das B scheuert. Hab ich mir's doch gedacht, wie immer. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.